Die Helden hatten den Megablooper besiegt und das Meer durchschwommen. Dem Meer entstiegen, sahen sie bereits die Silhouette von Ford Conra. Warum lese ich das eigentlich vor? Das habe ich im letzten Part bereits getan. Kapitel 3-3. Den Baum hinauf und den Ton auf dem Kopfhörerchen leiser schalten, drehen. Jo. Buongiorno, meine kleinen Macaroni, zu einem neuen Part von Super Paper Mario. Im letzten Part haben wir hier Halt gemacht, den Part beendet und auch gleich die Aufnahmesession mit dazu. Das kleine Bäumchen hier können wir ja nicht rein, das wäre viel, viel zu groß für. Also tun wir das, was wir am besten können mit Mario. Wir steigen den Baum hinauf und kommen da nicht drauf. Hüpf. Ja, an diesem Baum habe ich noch, huch, tolle Erinnerung, viel hin und her gewusel. Und ich glaube, ich bleibe erstmal bei Plateau. Wie heißt der nochmal? Stampfo. Wie komme ich denn auf Plateau? Stampfo meine ich natürlich. Ich bleibe erstmal bei Stampfo. Sollte ich das hier machen? Nee, sollte ich das lieber nicht machen. Habe ich so gerade eben für mich entschieden. Ja. Da macht er einen Abflug. Verdammt. Und Batz. Grüne Arschbacken, igittigit. Oh. Oh, oh, warum habe ich nur noch... Oh, ich hätte mal was... Oh, einladen sollen. Tschüss, Trockenpilz. Mist, der fällt nicht runter. Yay! Mama mia! Mama mia! Mama mia! Mama mia! Wah! Nein! Scheiße! Oh! Arschloch! Das ist ein bisschen... Mario auf LSD. Ah. Okay. So wird ein Schuh raus. Einmal flop. Ja. Ich wusste doch natürlich, wie es geht. Ich habe es nur vergessen. Jodam. Ja. Wie war das nochmal? Ach ja, ich kann nicht zeigen, scheiße. Das ist ein bisschen doof. Nein! Ah, leck mich am Arsch, ey. Ah, kacke, das hatte ich schon... Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich das nicht mehr weiß. Das hatte ich auch beim ersten Mal spielen. Da wusste ich nicht, wie ich weiterkomme. Und das habe ich jetzt auch. Und ich merke gerade, meine KP sind verdammt runtergeprügelt. Ich esse erstmal was. Ein Pilzmix. Yay, danke. Dankeschön. Ja, schmackotastisch. Mal kurz schauen. Wie mache ich das nochmal? Kacke, das ist jetzt echt doof. Das fängt super an, Alter. Ich kotze gleich. Mann, hör auf! Du sollst den hier machen. Ach ja. Ein Geistesblitz. Oh Mann, ist das peinlich, ey. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja die alte hier auch noch bei habe. Tschüss! Das sieht ja aus, wenn die das macht. Bats! Wie sieht das bei Bowser aus? Ich sollte... Ah ja, genau. Ich sollte wirklich aufpassen, dass ich mal ein bisschen genauer auf meine Leutchen hier achte. Au! Die Alte verballert unsere ganzen... Unsere... Hier, Dings. Ne, weißt du, wie sie heißt. Unsere Herzpunkte. Jetzt habe ich's. Das ist ein Job für Bowser. Ja.
Wie kann man noch keines wagen, nicht bei mir zu gehorchen? Komm? Ja, ganz fein machst du das hier. Idiot. Ja, Wolle Ball. Mario, das wird überlassen. Auch wenn ich es nicht gerne mache. Okay, da unten sieht es nicht so aus, wenn ich irgendwas vergessen habe. Die furzende, giftgrüne Arschbacke. Hihihi, ist ja ekelhaft. Huch. Die Tür ist mit getrockneter Rinde bedeckt und lässt sich nicht öffnen. Was du nicht sagst, du Blitzmerker. Oh, cool. Gelandet. Ah! Missy. Du Missy Elliot für Arme. Warte mal. Da haben wir doch was für ihn. Wir schmeißen. Oh. Eigentlich wollte ich jemand anderen schmeißen. Juhu! Scheiß auf den Trockenpilz. Mama mia. Das war ja zu erwarten, dass hier mehr Geld ist, als man... So, soviel zum Thema jeden Cent dreimal umdrehen, wenn man knapper Kasse ist. Und hier geht's nicht weiter. Warum geht's nicht weiter? Weiter. Nehmen wir mal unsere Grazie der Verblödung und Entführung. Und schwimmen hier entlang. Ja, genau. Verkrustet und so weiter, ne? Sehr schön. Das hat jetzt auch nur ewig gedauert. Der König am Koopa hat es geschafft. Und rein. Wie er sich freut, weil er jemanden zerstampfen darf. Haben wir irgendwas, was wir finden können? Natürlich nicht. Nein! Kennst du das? Du bist, willst jemanden besuchen, muss weit hinauf. Oder, keine Ahnung, muss sonst wohin. Und der Fahrstuhl verpisst sich ganz knapp vor deiner Nase. Ja. So fühlt sich Mario immer. Alles zum ich schmeiß bald alles dahin. Was haben wir denn hier? Okay. Da unten ist eine... Schnell rein da. Ich sehe schon wieder Musik. Ach du Scheiße. Stimmt ja, stimmt ja. Einmal mit speichern. Dankeschön. Und... ein Blümchen! Armes Blümchen. Okay, jetzt heißt es wieder zurück. Ah, das war dieser Schalterwechsel, damit sich hier der Boden verschiebt und so weiter. Ah ja, ich meine natürlich, damit der Boden auftaucht. Aber Luft holen. Und weiter geht's. Ich habe mich doch gesehen. Scheiße. Blöden Viecher. Warum bleibe ich eigentlich immer stehen? Ich kriege die Münzen so oder so. Aufwärts. Diese komischen Pixelschlabbel da, ne? Bup. Dankeschön, Wichsgriffel. Komm, ja komm, ja komm, ja komm, oh, ja her damit. Ich kann nicht auf Gegner schmeißen. Wie den zum Beispiel. Nein, nicht abhauen. Das mache ich nur für dich, weil ich dich so lieb hab. Es muss einfach sein, ich brauche die Erfahrungspopel. Ich möchte ja nichts hier außen vor lassen. Ich möchte hier niemanden vernachlässigen. Yeah!
Außerdem mag ich es, alles tausendmal zu wiederholen. Wie man es schon in anderen Let's Plays gesehen hat. Meine Güte. Kommt jetzt einer runter oder geht der hoch? Ich glaube, der kommt. Okay, das geht nicht mit rumhampeln. Ich glaube, das hatte ich auch beim damals, wo das Spiel neu war, beim ersten Mal zocken. Oh, hatte ich das auch, dass ich dann immer wieder hier hin und her gelatscht bin, um einfach möglichst alles hinzukriegen. Jeden töten, alles einsammeln und bla bla bla. So doof ist man schon. Das dauert zu lange. Mann, ey! Die Steuerung ist teilweise echt hypersensibel. Komm. Hoch, hoch, hoch. Runter, runter, runter. Allein weil die alte so mega schnell. Du weißt schon, einfach hier die Richtung wechselt. Mach dich mal nützlich, Bitch. Ah. Ah. Eine Abkürzung. Wie gut! Blöde Blume! Ah! Ich hasse Blumen! Na, dafür war das gut. Okay. Komm, komm. Das heißt, es abwarten und unterm Schirm verstecken. Lalalalala. Na. So, den nehme ich mit. Eine kleine Rundfahrt. Yay. Im Kreis. Und die Alte hat schon Hummeln im Hintern. Oder eine Möse, ich weiß es nicht. Oh. Nein. Lass den Scheiß. Uah. Nein. Ist die Blume jetzt tot? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es doch mal sehr. So, ich glaube, da haben wir doch etwas. Woher wusste ich das nur? Ich Genie. Was mach ich denn da? Mann, ich will doch. Halt! Halt, halt, halt. Hup, hup. Danke. So, durch die Röhre hinaus. Tup, 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 tup. Oh. Mamma mia! Da war ich direkt auf den Stachel. Natürlich! Ach komm! Die Paper Mario Logik. Mamma mia! Jetzt bloß kein falscher Schritt. Ich wäre fast ins Auge gegangen. Dreh ich nur nicht selber um. Danke, Plato, du bist toll. Bist ein Super Pixel. Super Pixel kommt zu dir gefliegt. Ich glaube, die Blume mache ich mit Bowser kalt. Willst du mich verarschen? Leck mich, du doofes Teil. Was muss ich nur machen? Oh, es war richtig. Einmal auf Mario. Was haben wir denn da Schönes stehen? Verwende Kawungso erneut. Okay. 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 Ich war gar nicht richtig da dran, okay. Ach ja, komm. Hahaha. Schlaukopf! Au!
Okay, er muss doch nicht mehr da unten rein. Oh. Ah. Siehst du, das habe ich gemeint. Es gibt hier immer so ein paar Idioten, die man noch kalt machen möchte. Und ja, ich habe die Blume vorhin nicht getötet. Jo. Eiskalt wieder gemetzelt. Das war jetzt ja, halbwegs knapp. Komm, alte Flattermöche, du. Boop. Ja! Boom! Das war gekonnt. Ja! Warte. Da unten können wir rein, aber ich möchte es da. Ich gehe erst hier unten. Ich glaube, oben ist der richtige Weg und ich muss erst unten rein. Ja! Ja, okay. Ich glaube, Feuer macht hier nichts, ne? Okay, dafür macht Kavum so genug. Oh. Ja, ein Schatz. Nö, 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 nö. Peach 2 Karte, okay. Haben wir irgendwas in dem Raum, das wir nicht klauen können? Natürlich, haben wir genug davon. So, und ich würde mal sagen, das war's auch für diesen Part. Noch eben schnell hier hochhüppeln und da hochhüppeln. Dann sind alle glücklich und zufrieden. Okay, da ist nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's wirklich für diesen Part. Ich mache mal kurz auf Pause oder auf Start oder Plus und verabschiede mich von euch. Das war's für heute. Wir sehen uns übermorgen im nächsten Part wieder. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und übermorgen werden wir den Baum weiter erklimmen und bekämpfen. Irgendwas wird man schon bekämpfen müssen. Es gibt überall Gegner und Boss, die man kaputt hauen möchte. Bis übermorgen und wie immer, tschüss.